Leute, es ist März und dieses Mal kriege ich es endlich hin in den ersten Tagen des Hochsudan. Applaus für mich. Ich habe heute dieses sehr, sehr interessante und krasse Make-up mit euch zusammen gemacht. Und ja, was für Produkte jetzt im März switchen, welche reinkommen und wie sie performen, seht ihr jetzt. Ich muss sagen, es gibt ein paar Neuheiten und es gibt ein paar alte Favoriten, die ich lange nicht verwendet habe. Und ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, was alles drin ist. Und gesehen davon habe ich auch ein Pfändchen erreicht für mein Project 10 Pen. Also bleibt gespannt und viel Spaß. Okay, allein jetzt bin ich schon an den Punkt gekommen, wo ich gerade ein bisschen überfordert bin, weil da so viele Produkte sind, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber ich räume wahrscheinlich erstmal alles weiterhin auf mein Bett. So, ich hatte ja diese einzelnen Produkte alle so auf dem Schminktisch liegen, deswegen gehen wir die einmal ganz kurz durch. Ich hatte das Holy Grails Puder von Maxim diesen Monat ja in meinem Korb, aber da es so schlecht rausnehmbar war, habe ich es einzeln draufgelegt. Finde ich immer noch sehr, sehr gut, aber das tue ich jetzt dieses Mal weg, weil ich habe ja das von Primark getestet und meinte, dass Glitzer enthalten würde. Ich bin mir zwar bis heute nicht sicher, ob es so ist, aber ich glaube, es lag eher an meinem Schwamm, weil ich habe es danach ein paar Mal noch probiert und es war ganz okay. Deswegen würde ich gerne diesen Monat ein bisschen mehr austesten und dafür das hier wegtun. Dann hatte ich diese zwei Proben von dem Eyebright Revolution Concealer in dunklen Farben, weil ich sie getestet habe als Kontofarbe. Es hat sich herausgestellt, dass Deep Caramel das Beste ist zum Bronzen oder Konturieren. Die Probe ist jetzt auch leer. Da sind noch zwei Farben drin, aber ich werde sie eh nicht nutzen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so, wie es ist, einfach wegwerfen. Dann habe ich ja von Cara Beauty auch in dem Primark-Video die Wimpern verwendet. Und ich glaube es kaum, wie oft ich seitdem Wimpern getragen habe. Also wirklich, ob es jetzt das kleinere Teil oder das größte Teil ist. Beides richtig schön und macht einen richtig schönen Augenaufschlag. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, guckt auf dem i. Auf jeden Fall werde ich die wahrscheinlich auch diesen Monat weiterhin sehr viel verwenden und einfach auch mit dem Schminktisch liegen lassen. Mal schauen, wenn sie in den Korb passen, kommen sie nachher in den Korb. Dann habe ich in dem Primark-Video diesen Cream Wand getestet. War ja ganz okay, aber jetzt nicht so krass. Deswegen werde ich den gleich in meinen Schminktisch tun. So, dann habe ich hier diesen Concealer. Da werde ich gleich nochmal drüber reden, aber der kommt auf jeden Fall in meinen Alltagskorb da vorne. Abgesehen davon habe ich ja auch hier ein bisschen Haarschmuck daneben. Das kommt wieder da unten in das Regal, wie es auch sonst eigentlich liegt. Den Haarer verwende ich ja manchmal. Und diese Clips, die waren auch vom Primark, aber irgendwie, wenn ich ehrlich bin, habe ich noch keine Ahnung, wo ich die hin tun soll. Deswegen liegen die da einfach. Falls ihr dazu eine Idee habt, gebt sie mir gerne in den Kommentaren. Das war kein deutscher Satz, egal. Genau wie den Concealer und das Puder werde ich die Sachen hier beide gleich in mein Basket machen. Das ist einmal von NYX der Sweet Cheeks Blush in der Farbe Taupe, wobei ich den als Konturpuder verwende. Und dann habe ich auch neu das Isadora Nature Enhanced Cream Blush. Den Concealer und diesen Blush, das werde ich euch in meinem nächsten Video zeigen, weil da habe ich die beiden Produkte das erste Mal verwendet. Wort habe ich noch. Ich habe hier noch diesen XX Revolution Liquid Blush bzw. Cushion Foundation, den ich ja wirklich gerne nutze. Aber im letzten Monat lag der die ganze Zeit auf meinem Tisch und ich habe ihn kein einziges Mal verwendet. Deswegen werde ich den gleich wegtun. Dann habe ich von Primark die Sleep Spa Overnight Lip Mask, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber die werde ich einfach in meinen Schminktisch zu meinen Pflegeprodukten legen, weil im Endeffekt ist es ja das. Ich habe hier meine kleine Probe von dem Anayake Umizu Parfum. Ich habe davon jetzt auch die Großgröße gekauft, aber das gehört gar nicht auf meinen Schminktisch, sondern an diesen Schrank, der da rechts daneben ist. Dann habe ich hier eine Probe der Clarins Super Restorative Day Cream. Die Probe habe ich vorhin aufgemacht und werde ich jetzt erstmal verwenden. Dann kommt sie in den Müll. Ich finde sie ganz gut. Also sie ist okay. Ich weiß nicht, wie viel sie kostet, aber ich finde es jetzt auch nicht außergewöhnlich. Aber ganz solide. Und von Real Techniques das Setting Spray. Verwende ich ganz gerne. Kommt aber auch in meinen Tisch und nicht auf meinen Tisch. Genauso MAC Velvet Teddy gehört hier rein oder in meine Tasche, weil ich den jetzt nicht täglich verwende. Und somit haben wir schon mal die Produkte, die einfach nur hier drauf lagen, weg. Und damit kommen wir zu dem Basket. Ich räume wie immer erstmal alles aus. Beginnen wir wie immer mit den Hautprodukten und ihr seht einfach, hier sind 5 Concealer. Wir werden auf jeden Fall nicht alle 5 behalten. Wir werden immer noch die Selfie Ready Foundation von Lotte Lanten behalten, weil ich die ganz gut am Aufbrauchen bin und weil das die einzige ist, die mir farblich passt. Abgesehen davon habe ich ja schon gesagt, wir werden das PS Blurred Out Puder behalten und auch das Manhattan Compact Powder, weil das versuche ich auch leer zu kriegen.
Und ein loses Puder und ein kompaktes ist auf jeden Fall solide. Okay, Concealer-wise werde ich auf jeden Fall den Lancôme Tint Idol Ultra Wear All Over Concealer verwenden. Den habe ich in der Farbe 215 in US oder 023 in Europa. Da habt ihr meine First Impression, wie gesagt, im nächsten Video. Aber ich bin sehr interessiert und der passt farblich besser als die meisten. Und deswegen werden wir den gleich auch zusammen ein erneutes Mal verwenden. Und ich möchte mir da ein bisschen mehr eine Meinung bilden. Also kommt der auf jeden Fall rein. Rausgehen auf jeden Fall der LA Girl Concealer. Der gefällt mir zwar immer noch richtig gut, aber ich habe ihn kaum verwendet, weil ich ja die Farbe anpassen müsste. Und das ist ein Problem. Also ich werde mir den irgendwie noch in heller kaufen, aber generell guter Concealer, leider zu dunkel. Auch der PS My Perfect Color Concealer von Primark. Ihr wart irgendwie alle total begeistert in dem Video. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr auf dem i. Ihr werdet alle total begeistert in dem Video, dass er so, so gut aussah. Und das ist auch ein guter Concealer, aber vor allem im Vergleich zu dem von Lancôme ist der etwas dunkler und auch etwas zu dunkel für gerade. Also auch wenn ich keine Foundation trage, ist er leider minimal zu dunkel. Deswegen kommt er jetzt auch erstmal weg. Ich werde weiterhin den XX Revolution Concealer behalten, weil ich den ja richtig, richtig mag. Und der ist etwas starkdeckender und matter als der von Lancôme. Und zusammen funktionieren die aber auch sehr, sehr gut. Und den NYX Gotcha Covered Concealer werde ich auch wegtun, weil ich den auch kaum benutzt habe. Der ist halt super greasy sieht er aus. Ihr habt den ja letztes Mal nicht in Aktion gesehen, aber glaubt mir, ihr habt nicht viel verpasst. Ihr werdet den irgendwann nochmal sehen, aber der ist auch nicht so gut. Das heißt, die drei kommen auf jeden Fall wieder in meinen Schminktisch. Ich würde auch voll gerne den von e.l.f. nochmal eine Chance geben, aber ich weiß, dass er leider viel zu trocken ist. Also ich werde den vielleicht nochmal die Tage verwenden, aber er sieht meistens nicht gut aus. Dann habe ich hier den Cloudburst Priming Serum. Das war ganz gut. Ich überlege gerade, ob ich was anderes verwenden möchte. Wenn ich draußen war, unterwegs war, habe ich von Too Faced den Primer verwendet. Aber auch nur, wenn ich halt unterwegs war. Ich hätte Lust, den hier nochmal ein bisschen mehr zu verwenden. Das ist der Fix and Rouge Satin Soft Blurring Primer. Der war in einer Glossy Box drin. Und ich habe den seitdem nur ein paar Mal verwendet. Also tu den oben rein. Ich gehe davon aus, dass ich den trotzdem nur 2-3 Mal im Monat verwenden werde. Aber den tue ich mal rein und die beiden tue ich mal weg. Dann kommen wir zu Wangenprodukten. Was auf jeden Fall wegkommt, ist der Why Not Blush. Den habe ich kaum verwendet, weil er halt auch selbst jetzt viel zu hell ist. Eigentlich ein schönes Produkt, aber leider nicht, ja, stark deckend genug für mich oder eben zu hell. Der kommt weg. Ich weiß auch, dass der Sparkles of Joy Highlighter wegkommt, weil ich stattdessen wieder meinen Art Deco haben möchte. Der kommt diesmal rein. Abgesehen davon habe ich euch ja letztes Mal nach Empfehlung für einen orangestichigen Blush gebeten. Ich habe auch eine bekommen. Leider die Produkte habe ich noch nicht, die mir empfohlen wurden. Ich habe stattdessen aber zwei andere Blushes neu, die mir sehr zusagen. Zum einen habe ich mir kurz nach dem Video den Max Factor Miracle Touch Creamy Blush in Soft Copper geholt. Sehr, sehr schön. Den überlege ich reinzutun. Oder von Isadora, meinen neuen Blush, den ich, wie gesagt, im nächsten Video zeigen werde. Der ist etwas, ja, orange-stichiger, rot, pink, so ein bisschen alles, keine Ahnung. In der Farbe Apricot Nude. Wenn ihr euch die beiden anguckt, merkt ihr auch, dass der hier von Isadora eindeutig pinker ist und intensiver und der hier ist mehr braun. Ich werde diesen auf jeden Fall diesen Monat verwenden. Und ich glaube, den dann eher mal nächsten Monat mal sehen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine pinkere Alternative, weil mir das diesen Monat dann doch gefällt hat. Und dafür würde ich gerne den von Kiko hier reintun. Das ist der Creamy Blush 02 als pinke Alternative. Puder Blushes hatte ich ja die beiden hier von Kiko. Den habe ich leider kaum verwendet, weil er halt leicht pigmentiert ist. Und vor allem, wenn ich mich beeilen muss, habe ich keine Zeit, das aufzubauen. Deswegen wird der wahrscheinlich wieder wegkommen. Den habe ich ganz gern verwendet. Der war ganz schön. Den könnte ich mir überlegen. Ich glaube, dass ich die beiden doch wegtue und dafür die beiden hier reinnehme. Das ist einmal von Miss Sauda, der Blush and Glow in Golden Hour 206. Ich verlinke euch auch mal da das Video, wo ich den das erste Mal verwendet habe. Sehr, sehr schöner Blush. Den werde ich, glaube ich, reintun. Der hat auch zwar ein bisschen Glow, aber der hat viel mehr Pigment als der hier von Kiko. Und ich glaube, ich habe auch mal wieder Lust auf den. Den habe ich eine Zeit sehr, sehr viel verwendet, als ich ihn neu hatte und jetzt nicht mehr so. Das ist ein Blush von Art Deco. Der hat zwei Phasen und man kann die entweder einzeln halt auftragen oder gemischt. Und der hat auch so einen leichten Schimmer. Also ihr seht da das Aprikot oder das Nude und da das Rosa. Sehr, sehr schön, sehr leicht, sehr alltagstauglich. Ich glaube, ich tue den rein. Und dafür kommt die weg. Bronzertechnisch werde ich auf jeden Fall den Sculpting Touch Contour Stick weiterhin drin behalten. Der gefiel mir sehr gut und ich habe sehr viel Use aus ihm bekommen. Puderbronzer-mäßig habe ich von Adopt diesen Monat den gehabt. Der war sehr, sehr gut. Ich überlege trotzdem, ob ich diesen Monat vielleicht noch was anderes testen möchte, ausprobieren möchte. Wobei da die einzige Alternative der hier wäre von Catrice. Das ist der Sunglow Matte Bronzer. Die sind sich sehr ähnlich. Ich würde sagen, der von Adopt ist ein bisschen oliv- und orange-stichiger und der von Catrice ist ein bisschen rot-stichiger. Ja. Der von Catrice ist ein bisschen kühler, aber auch rotstichiger und der von Adopt ist ein bisschen wärmer. Ich werde den von Catrice einfach diesen Monat nochmal schauen, wie der mir gefällt und wie er funktioniert. Ich glaube, das ist die Mut.
meine, ich möchte ja auch meine Produkte ein bisschen switchen und ein paar mehr verwenden. Das heißt, die Sachen räume ich jetzt alle weg und ein. Gerade einfach eingefallen, dass ich ja auch noch den Kiko Bronzer habe, den ich tatsächlich liebe. Und trotzdem habe ich ihn gerade voll vergessen. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Catrice Bronzer, der mir etwas zu rot ist, oder meinem derzeit sehr gut passenden von Kiko, werde ich auf jeden Fall den von Kiko wieder reintun. Ich habe ihn ein bisschen vermisst, wenn ich ehrlich bin. Er ist super und den werde ich wahrscheinlich in einem Monat oder zwei Monaten schon nicht mehr nutzen können, weil er mir dann zu hell sein wird. Deswegen nutzen wir ihn jetzt nochmal und tun den statt den von Catrice hier rein. Und ich glaube, ich tue auch noch zusätzlich den Revolution Pro X Nut Blush rein, weil ich den auch ganz gerne in den letzten Tagen verwendet habe. Und ich weiß nicht, ob ich eventuell sogar den mehr als den von Alverde, Art Deco verwenden werde. Das werden wir sehen. Ich habe zwar dann 6 Blushes oder so drin, aber es kommt halt so ein bisschen auf die Mut an, was man möchte. Und vielleicht tue ich auch nur den von Revolution rein und tue den wieder zurück. Ich glaube, das machen wir so. Den tue ich zurück und den von Revolution da rein. Dann alle anderen Produkte. Augenbrauentechnisch hatte ich ja das Alverde Puder und den She Glam Stift. Beides sehr, sehr gerne verwendet, auch wenn ich, wie im letzten Video gesagt, das wieder zurück, also reingetan habe, weil ich dann tatsächlich eher daran denke. Und ich finde die Kombo auch immer noch sehr, sehr gut, aber ich möchte den von Maybelline endlich aufbrauchen, den Total Temptation Stift, weil er zu meinem Project Pen Pen gehört und da nur noch ein bisschen drin ist. Deswegen kommt der statt dem von She Glam hier oben rein. Das Augenbrauenpuder tue ich wieder unten rein. Falls ich Lust drauf habe, hole ich es einfach von unten raus. Ist aber nicht mein Go-To im Alltag. Augenbrauengel lassen wir auch, weil wir es endlich aufbrauchen wollen. Mascara hatte ich die Too Faced Better Than Sex drin und ich habe es nicht genossen. Also wirklich, ich war so oft, weil ich sie nicht nutzen wollte, weil sie mir einfach kein schönes Wimpernergebnis macht, beziehungsweise ein mir viel zu leichtes. Deswegen werde ich die einmal tauschen. Und zwar mit der Kiko Conscious Vegan Mascara. Die ist zwar auch super leicht, aber irgendwie verwende ich die trotzdem ein bisschen lieber. Und wenn ich ein stärkeres Ergebnis haben möchte, nehme ich die Lancôme Monsieur Big. Die kriegt man nur extrem schlecht ab. Deswegen tue ich die im Alltag jetzt eher rauf. So, dann haben wir noch die Natasha Denona Mini Glam Palette. Star Palette. Habe ich nicht wirklich verwendet diesen Monat. Werde ich deswegen auch gleich auswechseln mit einer anderen Palette. Genauso den Powerful Liquid Lip Balm. War okay, aber ich würde, ja, ich möchte was anderes rauslegen, woran ich vielleicht eher denke als das hier. Wenn ich jetzt mal hier hinten, sind ja meine Lippenprodukte, wenn ich hier mal schaue. Zwischen den vielen überlege ich gerade. Ich glaube, ich tue von, wer ist die Firma? Gute Frage. Es ist auf jeden Fall das Lip Power in der Farbe Filou Natural Matte Liquid Lipstick. Irgendwas mit Jessica oder Jennifer oder so hieß die Firma, glaube ich. Ich möchte das nochmal ein bisschen mehr ausprobieren. Wenn ich Gloss möchte, dann kann ich mir ja einfach was rausnehmen. Ich glaube, ich probiere auch nochmal den hier mehr. Von Kiko, der Long Lasting Lip Marker. In der Farbe 104. So, das sind meine Lip-Optionen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Wahl. Was Paletten angeht, hier ist meine Project 10 Liste. Wunderschön da angebracht, I know. Ich weiß nicht ganz, was ich will. Ich meine, ich habe ja auch noch meine großen Paletten hier zum Auswechseln. Ich habe irgendwie Lust, was rauszuholen, was ich wirklich selten verwende. Ich glaube, ich nehme die Palette hier mal raus. Das ist von Makeup Obsession, die Be Passionate Palette. Auch hier verlinke ich euch das Video, wo ich die gezeigt habe. Ich habe sie seitdem kaum verwendet, aber ich glaube, ich will der mal ein bisschen mehr eine Chance geben. Die von Natasha Denona kommt hier wieder zurück. Und ich glaube, ich tue die Boutique-Palette, ich glaube, das ist die Y-Pulse, nach vorne. Eigentlich verwende ich immer nur die Farbe Flakes, die ist wirklich schön. Aber selbst die habe ich in letzter Zeit sehr wenig verwendet, deswegen wollte ich die einfach mal ein bisschen nach vorne holen. Und vielleicht werde ich die ja dann ein bisschen mehr verwenden. Wenn wir mal kurz runter zu meinen Paletten schauen, habe ich ja hier die Natasha Denona Glam Face Palette. Die zu Eva Coco Blend, die Carnival XL und die Jeffree Star. Jeffree Star habe ich auf jeden Fall auch diesen Monat nicht genutzt, genau wie letzten, also kann der jetzt wieder hoch. Be Passionate kommt mal ganz nach vorne, weil die möchte ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr verwenden. Die Glam Face Palette mag ich immer noch extrem gerne und ist sehr gut so für den Alltag, weil genau wie bei der von Boutique ist die Farbe Inner Corner für mich so eine Farbe, die gebe ich einfach aufs Auge und ich bin good to go. Schaut dafür gerne in meiner Review zu der Palette. Aber das passt so nicht, das ist ein Problem. Heißt, vielleicht tue ich die doch weg, tue die Boutique hier rein und nehme zur Not die Matten aus der Zu Eva Palette. Ist nicht jetzt eine perfekte Kombo, aber ich meine, damit ich mal was Neues probiere, ist das, glaube ich, die sinnvollste Lösung. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, weil ein paar andere Paletten würde ich auch gerne testen, aber die Carnival habe ich noch nicht so viel rausbekommen, aber schon ganz gern verwendet. Und die Zu Eva versuche ich einfach leer zu kriegen, deswegen bleibt die hier. Übrigens, ich suche ja keinen Lip Liner raus, weil die alle hier drin sind, aber letzten Monat habe ich den von NYX, den Suede Lipstick Lip Liner in Soft Spoken, extrem oft verwendet und werde ich diesen Monat wahrscheinlich auch. Ich glaube, wir haben alle Produkte zurechtgeklickt und jetzt können wir uns daran machen, uns zu schminken.
So, es ist der nächste Tag, weil gestern noch ein paar Probleme mit dem Drehen waren. Deswegen fangen wir jetzt nochmal neu an mit der Skincare sogar. Dann nehme ich wie immer das Balea Med Ultrasensitiv Gesichtswasser. Extrem gut. Ich habe immer wieder meinen Favoriten. It's a Classic. Und das trage ich immer mit einem Mikrofaser Wattepad auf von Amazon. Also ihr kennt die. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Schaut einfach mal nach wiederverwendbaren oder Baumwoll-Wattepads auf Amazon und dann findet ihr ganz viele Sets mit so 14 Stück für 8 Euro oder so. Dann nehme ich, wie gesagt, von Clarence diese Probe. Die verspricht, fahle Haut so ein bisschen aufzulüften und vor allem auch so ältere Haut, die eingefallen ist, so ein bisschen zu plumpen. Sie sollen Radiance Finish verleihen. Ich meine, ich habe jetzt keine alte Haut, aber ist halt eine Probe gewesen. Und ich fand die gestern ganz gut. Mich stört einfach extrem der Hintergrund. Und ich dachte ja die ganze Zeit so, okay, wenn ich endlich eine neue Wohnung habe, dann kann ich das endlich ändern. Dann habe ich auch weiße Wände und ich kann besser reglementieren, wo was steht. Ja, wir haben immer noch keine Wohnung. Und es sieht auch gerade nicht so aus, als würden wir in der nächsten Zeit eine kriegen. Leider. Also müssen wir uns weiter mit dem Hintergrund hier zufrieden geben. Aber ich bin ein Mensch, der extrem auf Ästhetik achtet und Äußerlichkeiten. Und auf meinem Instagram-Profil steht ja auch Aesthetic Lover. Und abgesehen davon habe ich für meinen Job mit den Finanzen eine AIC-Analyse gemacht. Das ist sowas wie ein Persönlichkeitstest, könnte man sagen. Und da kam auch raus, dass ich extrem ästhetisch veranlagt bin. Also dass das oft ein Motiv von mir für mein Handeln ist. Mir fällt gerade auch auf. Ich bin einfach aufgewacht, habe mein Gesicht gewaschen und habe mich hingesetzt. Ich trage auch noch mein Schlaf-T-Shirt. Ich meine, ich kann es auch lassen. Wenn ich so darüber nachdenke, fühle ich mich jetzt so unangezogen. Ich glaube, ich ziehe mir kurz was Neues an. Give me a second. Freunde der Sonne, ich bin wieder back. Das ist eine Arbeitsbluse von mir. Die ist von Mango, aber ich habe die mal secondhand gekauft. Also die wird schon ein bisschen älter sein. Okay, lasst uns den Fix and Rouge Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix Ultra Prime ausprobieren. Der war mal in der Glossybox drin. Ich habe den ein- oder zweimal... Der ist voll liquidy, so hatte ich den nicht in Erinnerung. Ich habe den ein- oder zweimal verwendet, hatte das Gefühl, der macht jetzt nicht so viel. Ich hatte das Gefühl, der hat einfach nur meine Haut matter gemacht, sie nicht wirklich ausgeblurrt oder ähnliches. Die Textur ist aber total geil, weil es halt auch so eine dünnflüssigere Textur ist. So ein bisschen Hyaluron-Gel-Jelly-artig. Ich gebe es mal aufs ganze Gesicht, mal let's have a look. Oh, ich erinnere mich an den Geruch. Puh, in irgendeinem Video habe ich das auch verwendet und mich über den Geruch beschwert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem. Aber ich mag den Geruch nicht. Der erinnert mich an irgendwas aus meiner Kindheit, habe ich auch damals gesagt. Und das nicht in einem positiven Sinne. Falls jemand den von euch hat, bitte sagt mir, nach was das riecht. Das ist ja schrecklich. Also der lässt sich halt super schön auftragen. Und ich mag das, dass er sich ja nicht so silikony anfühlt, sondern eben ein bisschen pflegend. Aber ich habe das Gefühl, der mattiert einfach nur mein Gesicht. Also ich meine, davor habe ich eine Hydrating Cream aufgetragen. Und jetzt ist es so... Ich habe eh relativ kleine Poren, deswegen fällt es jetzt, finde ich... Macht das nicht so einen Unterschied. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass es ebenmäßiger aussieht, dadurch, dass es halt matt ist und nicht mehr glowy. Was genau steht denn hinten drauf? Alles ist auch Silicone-Free, okay. Micro Blurring Silicone-Free Formula Blurs Imperfection and Banishes Shine. Auf jeden Fall. Also Banishes Shine, ja. Und Blurs Imperfection, I don't know. Okay, ja, I don't know. Also ich finde, er mattiert nur. Ich kann mir vorstellen, dass für Menschen mit krass öliger Haut das vielleicht geil ist. Die wirklich einfach nur den Ölanteil auf der Haut so ein bisschen... minimieren wollen. Ja, I don't know. Bei der Lottiland Foundation hätte ich so gerne hier so einen Strich, dass ich wüsste, wo ich bei der Foundation bin. Ich glaube, die ist so zur Hälfte leer, aber ich kann es nicht richtig einschätzen. Die habe ich in der Farbe Toasted Almond. Da man Lottiland ja nicht mehr im Rossmann bestellen kann, kann ich euch ja mal sagen, ihr findet die, abgesehen mal von in der UK, weil da sind sie noch in den Drogerien, in Boots und Co., findet ihr Lottilanden auch auf, ich glaube, Beauty Bay oder Carl Beauty. Also man kann die auf jeden Fall noch bestellen oder auch auf deren eigenen Online-Shop. Ich weiß aber nicht, ob es noch die Foundation hier gibt. So, ich weiß nicht, wie stark ihr gerade den Unterschied seht, vor allem auch mit dem Licht, weil es ja von da kommt. Aber es macht einfach das gesamte Gesicht so ein bisschen besser. Es hat so eine leichte bis mittlere Deckkraft. Aber ich liebe das Zeug einfach für den Alltag, weil ich meine, ich trage eh Concealer auf. Und wenn ich was Stärkeres will, habe ich noch ein paar andere Optionen. Aber meistens ist das genau die Deckkraft, die ich für den Alltag möchte. Aber trotzdem schaue ich schon gnadig, nein, gesehnt, sehnend, freudig. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag, wo die leer ist. Weil ich merke, dass ich sie viel nutze und ich werde sie aufbrauchen können. Und immer wenn das so ist, freue ich mich einfach drauf, weil dieser Moment, etwas aufgebraucht zu haben, ist einfach wow. Ich habe noch nichts von meinem Kaffee getrunken. Wie kann er jetzt schon wieder kalt sein?
Was mich unglaublich interessieren würde, und ich weiß, Beza Kati, ihr werdet wahrscheinlich kommentieren, danke dafür schon mal. Mich würde sehr interessieren, wie ihr zu Hintergründen steht, weil ich persönlich finde, ein Hintergrund macht das gesamte Video irgendwie und deswegen stört mich mein eigener auch so sehr. Aber zumindest Kati hat mir letztens auch geschrieben, dass für sie trotzdem so eine Wohlfühlatmosphäre gibt oder ein Safe Space ist und das ist das, was ich erreichen möchte, weil ich habe das auch bei anderen. Für mich ist dann aber auch der Hintergrund total wichtig und deswegen würde mich von euch interessieren, ob ihr findet, das ist trotzdem okay. Ich meine, da ist ein Umzugskarton, weil mein Freund den dahin gestopft hat und wir keinen anderen Platz dafür haben. Wir könnten ihn hinter den Schrank vielleicht tun, mal sehen. Und sonst, ich habe hier nirgendwo in meinem Zimmer weiße Wände, außer die Wände, die gerade sind. Da ist mal ein Fenster daneben. Bedeutet, das funktioniert nicht wegen Gegenlicht, weil der Wandteil, der da ist, ist vielleicht so groß. Schreibt mir gerne, ob euch der Hintergrund stört und falls ihr Ideen habt, wie man das verbessern kann, sagt mir auch gerne. Jetzt verwende ich den Lancôme Tint Idol All Over Whatever Concealer. Habe ich mir gekauft, weil ich bin ein riesen Fan seit über einem Monat von Julia Adams MUA. Die kommt aus Kanada und macht englischsprachige Beauty-Videos und sie ist total mein Vibe und ich mag sie und ich finde sie super süß. Und sie sagt immer, das ist so ihr Concealer, ihr Holy Grail, ihr Go-To, whatever. Und deswegen habe ich mir den gekauft in der Farbe 215 oder 023, was ich unglaublich verwirrend fand mit der Farbauswahl. Der Dofo ist einfach riesig. Ich habe das in meinem nächsten Video, ich habe es vorher gedreht, deswegen sorry. Aber ich wollte, dass dieses Video mal wirklich am Anfang des Monats online kommt. Auf jeden Fall zeige ich euch in meinem nächsten Video einen Vergleich zu einem Standardapplikator. Und die Farbe dachte ich erst, wäre ein bisschen zu dunkel, aber es ist ein ziemlich gutes Color Match. Ich mag den Applikator aber auch total. Also ich war erst so, wow, das ist groß. Also es lässt sich voll gut mit dem auftragen. Das Einzige ist, dass man ein bisschen dran ziehen muss, um den überhaupt hier rauszukriegen. Aber abgesehen davon, der ist geruchsneutral, was ich sehr, sehr mag. Die Konsistenz ist unglaublich schön. Ich habe den jetzt aber noch nicht so oft verwendet. Der ist auf jeden Fall hydrierender als der von XX Revolution, weswegen der auch jetzt gerade erstmal seinen Turn kriegt, seine Chance. Da ich meinen Schwamm noch nicht angefeuchtet habe, gehe ich ganz kurz ins Bad und feuchte den einmal an, weil ich heute Lust darauf habe. Ich habe euch jetzt auch mal ein bisschen näher rangeholt, weil ich persönlich mag das, wenn man die Haut ein bisschen näher sieht. Zugleich mag ich ja die Einstellungsgröße ein bisschen größer ist. Reden kann ich heute sehr gut. Man sieht aber, dass er auch antrocknet. Also der setzt sich auch fest. Was es tatsächlich jetzt auch Pickeln mir gerade ein bisschen schwieriger macht, weil ich lasse den gerne mal so ein bisschen sitzen, damit der höhere Deckkraft hat. Und jetzt habe ich bei dem Pickel hier das Gefühl, ich habe schon wieder alles Concealer abgetragen. Dann nehme ich dann vielleicht doch den von XX Revolution. So, heute ist Montag, der 28. Und ich musste das jetzt heute noch aufnehmen, weil ich sage das immer, ich habe das irgendwie nie irgendwo richtig gepostet. Ich sage das immer nur auf, ja, in Stories auf Instagram oder halt hier. Und zwar ist ja derzeit so mein Video-Upload-Plan, dass ich zweimal in der Woche hochlade. Einmal an einem Tag zwischen Montag und Mittwoch und einmal in den restlichen Tagen halt. Wenn es bis Mittwoch nicht klappt, wäre Donnerstag auch noch okay, aber es ist nicht das Ziel. Ja, aber ich habe keine festen Tage, weil es bei mir zu sehr variiert, wann ich drehen kann, wann ich schneiden kann, weil ich an dem PC von meinem Freund schneide und wenn der halt gerade irgendwie zocken möchte oder so, dann ist es sein PC. So, deswegen möchte ich ihm doch gar nicht reingreifen, wobei ich nachher mal schauen werde, ob ich vielleicht auf meinem MacBook die Adobe-Programme installieren kann. Ich glaube es nicht, aber wir gucken. Es hat sich einfach zu einem Get Ready With Me und Live Update gefühlt entwickelt. Übrigens, der Concealer, sehr, sehr schön. Mittlere Deckkraft, würde ich behaupten. Da steht aber auch Buildable drauf. Also hier creased er schon ein bisschen und hier hat er sich auch ganz leicht festgesetzt. Aber das sind so Parts von Festsetzen, wo ich sage, das ist okay, weil es ist nicht so schlimm wie andere Concealer. Es hat es auf jeden Fall schön gehighlightet und geliftet. Und man soll den auf jeden Fall auch bilden können. Also da steht Medium to Full Coverage drauf. Ich fand jetzt bis jetzt, meine drei Male, dass ich nie zu Full Coverage gekommen bin, aber können wir heute schauen, ob wir es hinkriegen. Auch hier brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Deckkraft, weil da habe ich so teilweise Pickelnarben, teilweise Pigmentstörungen durch Akne. Und ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr das AHA und BHA Peeling von The Ordinary verwendet. Das hilft extrem gut dagegen. Ich habe den Concealer auch letztens so All Over verwendet. Es ist ja auch er heißt All Over Concealer. Also auf meinen Unreinheiten, meinen Augen und so weiter. Und keine Foundation. Und ich fand auch, dass es mit dem sehr schön aussah, weil er sich so gut einblendet. Also so, wie ich meine, er hat zwar Deckkraft, aber er sieht natürlich trotzdem aus. Deswegen kommt hier jetzt noch was drauf. Wir machen auch mal hier auf die Seite, weil ich finde, meine Kontur, mein Bronzer sieht deswegen voll oft so messed up aus. Dann hier, wo es besonders dunkel ist. So. Auf den anderen nehme ich jetzt den XX Revolution Concealer. Der kostet nur 10 Euro oder so. Also ja, falls ihr eine günstigere Alternative wollt. Aber der ist auch trockener. Also der funktioniert nicht mit richtig trockene Haut. Auch wenn da auch so Aloe und sonst was alles drin ist. Ist trotzdem sad. Und trocken. Ich wollte nicht trotzdem sad sagen. Kennt ihr das, wenn ihr einfach Wörter, die ihr oft verwendet, random sagt? Ich werde schon auf der Arbeit aufgezogen, dass ich so oft random sage. Aber eigentlich,
ich springe mal sehr in mein Thema. Eigentlich wollte ich darüber reden, dass ich das heute drehen muss, weil es bis zum 2. März online kommen soll. Und ich verwende jetzt übrigens auch beim Pickeln einfach meinen Finger, weil damit es weniger Produkte absaugt, ich mehr Deckkraft habe und so. So, seht ihr, das finde ich hat ziemlich gut funktioniert. Also der PC ist manchmal belegt zum Schneiden, zum Drehen. Okay, das wisst ihr nicht. Mein Freund hat eigentlich gespielt, hat das Studium aber abgebrochen letztes Jahr. Macht jetzt eine Ausbildung hier in Berlin. Er kommt ja eigentlich aus Mainz. Und seine Ausbildung ist eben in Schichtsystem. Deswegen muss ich mich da auch anpassen. Also wenn er Nachtschicht hat, muss er tagsüber schlafen. Das heißt, ich habe nur das Wochenende zum Drehen. Oder eben, ja, eigentlich kann ich da gar nicht drehen, ohne ihn einzuschränken. Außer er ist halt irgendwie aus irgendeinem Grund weg, einkaufen oder sowas. Was ziemlich doof ist, weil wir haben halt, also wir leben ja, wie gesagt, immer noch hier in dem Haus. Und wir leben halt zusammen in diesem Einzimmer. Das heißt, es gibt auch keine Wände, wo irgendwie Tontrennung oder sowas stattfinden würde. Sie hat das voll gut gemacht, seht ihr das? Ich mag das voll gerne. Genau, und jetzt zum Beispiel hat er gerade Berufsschule. Das ist dann okay, weil er halt, ja, so wie man halt in der Schule weg ist. Also Vormittag kann ich halt drehen. Aber ich bin jetzt jeden Dienstag und Mittwoch, zumindest für jetzt März, im Büro. Also ich gebe Erste-Hilfe-Kurse freiberuflich und arbeite selbstständig in der Finanzbranche. Und für meine Finanzberatung gehe ich dann ins Büro. Für die Erste-Hilfe-Kurse gibt es kein Büro in dem Sinne. Und auf jeden Fall habe ich aber die Programme ja nicht auf meinem Laptop. Das heißt, ich kann an den Tagen nicht schneiden. Ich muss aber ja irgendwie davor schon was produziert haben. Und am Wochenende ist mein Freund meistens am PC, weil da hat er halt Zeit. Das heißt, dann kann ich nicht vorproduzieren. Das heißt, ich habe so Montag, Donnerstag und Freitag im Prinzip, wo ich Dinge produzieren kann. Und ich kann auch nicht filmen, wenn er am PC ist, weil man hört das Klicken und weil es dann mit Freunden redet und so weiter. Ja, deswegen, ich muss mich da sehr anpassen und deswegen heißt es Montag bis Mittwoch kommt ein Video und dann eben die anderen Tage eins, weil so habe ich weniger Druck und es ist mir halt möglicher, das einzuhalten, als wenn ich jetzt sage, jeden Mittwoch kommt eins. Obwohl es derzeit meistens Mittwoch ist, weil es halt der letzte Tag ist in meinem Kopf, wo ich es hochladen kann. Es ist so aesthetically pleasing, das so aufgeräumt und alles so sauber zu sehen auf meinem Schminktisch, Mikusta. Ja, deswegen heute ist Montag, ich muss das heute filmen, damit ich das nachher noch schneide, obwohl ich, wir haben jetzt irgendwie 8 Uhr oder so, ich bin heute mal extra mit Wecker aufgestanden, weil ich habe um 10.30 Uhr noch einen Termin, da habe ich, also mit einer Kundin und um 18 Uhr gibt es einen Weiterbildungstermin sozusagen, den ich meistens nicht wahrnehme, weil ich da meist, also weil ich da Uni-Vorlesung hatte. Aber heute würde ich da gerne hinfahren. Das ist am Potsdamer Platz. Das heißt, es ist auch okay, relativ zentral. Aber deswegen, ich habe dann sozusagen die Zeit zwischen meinem Termin, der um 10.30 Uhr beginnt, vielleicht bis 11 Uhr, 11.30 Uhr geht, bis, sagen wir mal, 17 Uhr kann ich schneiden. So, that's it. Und bis dahin muss ich das fertig geschnitten haben, wenn ich das hier fertig gedreht habe. Weil ich kann dienstags und mittwochs theoretisch abends schneiden, wenn mein Freund nicht am PC ist. Aber dafür muss ich ja dann auch wach sein und motiviert sein, weil ich schneide auch nur die Videos, wenn ich Lust drauf habe, weil ich finde, man merkt es im Schnitt, wenn ich nicht so Bock drauf habe, dann wirkt der, sind da viel weniger Details drin. Ich meine, die jetzt für euch vielleicht nicht so auffallen, aber ich bin Perfektionist und mir fallen sie auf. Der Concealer sieht richtig gut aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde den sehr, sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an den Primer Concealer. Also man sieht immer noch Schatten. Ich glaube, mit dem Color Corrector wäre der wirklich Schockwiesel. Aber er hat sich auf jeden Fall von der Deckkraft steigern lassen. Das Einzige, was mir letztes Mal schon auffiel und jetzt auch, beim Verblenden vom Concealer mache ich oft so, damit ich halt hier unten rankomme und dann bilden sich hier so Mikrofalten längs. Also so. Und ich finde, man sieht hier diese Striche, wenn ihr mal drauf achtet. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht, aber ich finde, die Close-Ups zeigen immer voll gut die Sachen. Also dafür ist die Kamera echt mega. Prinzipiell wunderschöner Concealer, super für den Alltag. Ich freue mich sehr, ihn zu besitzen. Ich glaube, ich werde mir eventuell auch noch die Foundation dazu anschauen, weil das Finish sieht bomb aus. Kiko Contour Stick in 201. Perfekt, ihr wisst, ich liebe Kiko. Ja, bald kommt auch ein Full Face auf Kiko. Mich stört nur, dass ich gerade die letzten Wochen nur Make-up produziert habe, weil ich produziere halt das, worauf ich Lust habe und mir fällt Make-up einfacher, Ideen zu finden. Vor allem, wenn ich jetzt ein Video von meinen 8 im Monat halt dieses Monthly Roundup ist. Aber ich weiß, das interessiert nicht jeden und ich würde auch gerne natürlich die unterhalten, die nur hier sind, weil sie mir folgen, weil ich sie interessiere und auch Vlogs und so weiter. Aber bei Vlogs ist halt das Problem, wenn ich mit Freunden draußen bin, müssen die Freunde okay damit sein, dass ich filme. Das ist halt oft nervig. Stellt euch mal vor, ihr seid mit euren Freunden draußen und dann seid ihr so, oh wait, ich muss es noch filmen. Bei der Arbeit kann ich nicht filmen. Ich habe ihn gefragt, aber ich habe es auch eigentlich nicht vor. Und hier zu Hause passiert jetzt nicht so viel und mich nervt halt, wie gesagt, überall der Hintergrund. Das heißt, ich vlogge gerne, wenn ich reise oder so. Aber sonst fällt es mir sehr, sehr schwer zu vloggen. Ich nehme jetzt übrigens diesen Pinsel hier, der war bei dem Isadora Blush, drinne. Und ich habe den vorgestern
mal zum Nasekontrollieren verwendet und der war voll krass dafür, weil der so super fein ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich damit einen Cream Blush offiziell auftragen soll. Für Nasenkontur ist ja ziemlich cool, weil ich kann mir einfach so zwei Striche machen und dann gehe ich da einfach nochmal so rüber, gehe hier rein und dann ist das Gefühl konturiert. Nicht ganz, also ich muss jetzt hier noch ein bisschen ausblenden, aber so vom Prinzip her. Ich gehe damit dann auch einfach unter meine Lippe und über meine Lippe. Wenn das so ein bisschen zu viel ist, geht ihr einfach mit dem Finger oder mit dem Schwamm drüber. Meistens sieht es auch auf den ersten Blick sehr, sehr weird aus. Aber ich finde, auf den zweiten Blick oder wenn man halt ein bisschen wartet, sieht es meistens sehr put together aus, wenn man alles drauf hat. Ich mache jetzt nur noch hier diese zwei Striche, weil wenn man es direkt aufträgt, setzt sich, finde ich, das schon noch ein bisschen mehr fest und blende die gleich aus. Da mache ich einfach so ein bisschen aufs Kinn. Ach Leute, Thumbnails machen ist funny. Eigentlich nicht. Zum Ausblenden davon eignet sich auch der IT Cosmetics Pinsel extrem gut. Das ging sehr einfach damit. Aber das Produkt ist so cremig, ihr könnt es theoretisch auch einfach mit dem Schwamm ausblenden. Also seht ihr einfach, wie schnell das geht. Das ist wirklich ein Träumchen. Jeder, der noch einen guten Cream-Contour-Stick sucht, go for it. Ich finde so viele Foundation, diese Make-Up Revolution Fast Base Stick Foundation, die mal vor ein paar Jahren innen war. Die haben ja auch viele Leute zum Konturieren genutzt, aber ich finde die Farben halt alle viel zu warm, weil meistens sind Foundation-Farben im dunklen Bereich sehr, sehr warm. Und ich finde, dieser Contour-Stick hat die perfekte Mischung aus warm und aschig. Normalerweise rede ich ja mit Monthly Roundups nicht so viel, also da geht es dann viel mehr um die Produkte. Das wird jetzt auch für mich viel anstrengender sein zum Schneiden. Hier müsste ich mir überlegen, wie weird es ist. Ich sitze gerade hier, sehe mich in der Kamera, nehme mich auf, weiß, dass ich mich gleich selber, dass ich zu dem Zeitpunkt dann da sitze und mich selber von vor ein paar Minuten auf dem PC sehe. Weird Realitäten. Das gibt es auch in einer helleren Farbe. Ich glaube, die Farbe ist 200. Die ist heller und wärmer vor allem. Also das ist dann purer Bronzer und das hier ist so Bronzer-Konto-Gemisch und die Farbe passt mir. Und ihr seht, ich bin jetzt nicht so dunkel. Ich finde, in der Kamera sieht es gerade relativ strichmäßig hier aus. Aber auch das, ich habe das Gefühl, wenn jetzt gleich Puder-Bronzer und so drauf kommt, sieht es dann wieder put together aus. Ich gehe einfach gerade in meinem Finanzjob voll auf. Oder was heißt, ich gehe voll auf. Aber mir gefiel es, begonnen habe letztes Jahr sehr, sehr gut. Oder ich hatte sehr viel Interesse, mir hat das Weiterbilden Spaß gemacht. Und in letzter Zeit dann hatte ich nicht mehr so viel Spaß daran, was aber an meinem Umfeld, an den Menschen lag. Und das haben wir jetzt geändert. Also ich arbeite jetzt in einer anderen Division, im Prinzip sowas wie eine andere Abteilung, anderer Standort. Zumindest arbeite ich da hauptsächlich. Ich bin auch teilweise beim alten Standort jetzt am Potsdamer Platz. Und es tut mir sehr, sehr, sehr gut, woanders zu sein. Es gefällt mir wieder viel, viel besser. Ich habe viel, viel mehr Spaß und ich habe auch das Gefühl, ich bin dort erfolgreicher, ich bin produktiver, passend zu meinem Tattoo. Mir fiel es da unglaublich schwer, mir klarzumachen, okay, Sena, du musst nicht in diesem Standort bleiben, du musst nicht bei dieser Person bleiben, weil für mich musste ich das, weil ich mich so gefühlt habe, als würde ich hintergehen und habe jetzt gemerkt, nein, es geht mir viel, viel besser woanders. Ich habe die beiden Creme Blush Optionen und ich finde beide extrem cute. Ich habe auf beide wirklich Lust, aber das von Isadora ist ganz neu. Das von Kiko, also ich habe beides mal in Videos verwendet. Das im Video von nächster Woche, das in meinem Kiko-Haul. Ich habe auch beides Lust, aber das hier ist weniger pigmentiert. Das heißt, ich nehme erstmal den und gehe dann vielleicht mit dem anderen drüber. Ich glaube, das ist the way to go. Ich nehme dafür diesen Pinsel von Rival Loop, war der, glaube ich. Ja, aus einer LE. Ah ja, und das ist die Farbe 30 Apricot Nude. Habe ich bei Hatice Schmidt in der Instagram-Story gesehen und mir dann direkt nachgekauft. Naja, nicht direkt, aber ich habe es gescreenshottet und mir jetzt nachgekauft. Und bei der Farbe, die ist so sehr, ist relativ leicht, aber irgendwie so orange-stichig peachy und normalerweise gehe ich mit meinem Blush nicht so hoch, weil ich habe das Gefühl, das betont die Breite von meinem Gesicht. Aber mit der Farbe mache ich das voll gerne, weil ich das Gefühl habe, das ist so sonnengeküsst im Tiegel. Und ja, wenn man da so hoch geht, ich habe das Gefühl, das sieht einfach ein bisschen natürlich aus. Und was ich dann immer mache, ist lächeln, weil ich habe ja schon sehr so Pausbacken. Und auf diesem Teil meiner Wange gehe ich dann immer Blush auf, weil ich versuche immer dieses Dreieck vom Concealer irgendwie beizubehalten und zugleich cute and rosy auszusehen. Das ist nicht immer die beste oder die einfachste Kombo. Manchmal gebe ich auch meinen Blush extrem hoch, so schon auf den Bereich vom Auge. Sieht auch sehr cute aus. Und mir passiert das dann auch voll oft, wenn ich das mache, dass mein Blush in diesem Bereich hier ist. Wobei ich den gerne hell hätte, aber das Problem ist, dass ich hier eh so, ich weiß nicht, ob das Hyperpigmentation ist. Ist auf jeden Fall dunkel. Ja, deswegen sieht das mit dem Blush dann immer doof aus. Die Farbe ist echt extrem schön. Dieser Blush ist so interessant von der Formulierung, weil er halt irgendwie stark aussieht und irgendwie nicht. Sehr, sehr interessant. Was ich dann mache, ist den NYX Wonder Pencil in der Farbe 01 Light Clair zu verwenden. Ist das so ein Ding, dass man
Nuancen einmal für die USA und einmal für Europa mache. Das hat er hier auch. Also in den USA ist er light und hier ist er clear. Was ich auf jeden Fall mache, ist mir hier einfach einen Strich runterziehen und hier einen Strich so. Ich mache da keine Kugel, ich mache da wirklich einen Strich und ihr seht, das ist unter meiner Nasenspitze. Also meine Nasenspitze wäre im Prinzip hier. Ich habe es hier gezeichnet. Ganz bewusst, weil ich blende das dann so ein bisschen kreisförmig und so ein bisschen nach oben aus. Und dadurch kommt das dann wieder, finde ich. Auch hier gehe ich einfach mit dem Finger drüber. Finde ich einfacher als mit einem flüssigen Concealer. Und im Endeffekt ist das halt eine helle Concealerfarbe. Und ich habe das Gefühl, das macht so die Nose-Contour ein bisschen mehr together. Also ich könnte jetzt hier auch an der Seite lang gehen, aber ich gehe gleich noch mit Puder drüber. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Okay, es war mir doch ein bisschen zu tief. So ist, glaube ich, besser. Und dann, weil ich das jetzt ja hier unten hell gemacht habe, gehe ich einfach wieder mit dem, also ohne Produkt, mit dem Pinsel, wo ich vorhin die Nasenkontur ausgeblendet habe. Nochmal drunter. Okay, nice. Ich brauche Puder. Also Leute, auch wenn wir uns nicht kennen, wenn ihr eine Wohnung in Berlin habt, schreibt mir. Ich erinnere mich in dem Primark-Video, dass ich so meinte, der Geruch wäre okay. Und jetzt finde ich ihn einfach wieder unerträglich. Wie mit dieser Kiko Foundation, wo ich auch so meinte, der Geruch ist okay. Nein. Die dann so über die, über das gecreaste Produkt. Bringt, finde ich, nur so semi was, aber es ist einfach Angewohnheit. Gehe in das Puder und literally bake. Und das habe ich wieder sehr für mich entdeckt. Ich hasse es, wenn Puder rumfliegt. Ich gehe dann auch auf die Partie, was nicht unbedingt highlightende Effekte haben soll, sondern mir vor allem darum geht, dass ich diese Acne-Spots sette wegen der Maske. Aber ich gehe ja nicht auf die Kontur, weil das würde natürlich die Kontur so wieder nicht machen. Und ich gehe dann so gefühlt über die ganze Nase so ganz leicht. Also ich gehe da nicht mit extra Produkt drauf, sondern mit dem, was da noch drin ist. Ich gehe auch auf diese Spots, wo ich gerade meinte, dass sie nicht dunkel sein sollen. That's it. Ganz wenig Puder, oder? Mein Freund und ich gucken gerade die Marvel-Filme. Ich meinte gestern schon so, wir haben gestern Infinity War geguckt. Wir gucken die in Veröffentlichungszeitpunkts. In der Reihenfolge, wie sie veröffentlicht wurden. Und boah, ich hasse es, wenn Puder sich so in der Lunge absetzt. Auf jeden Fall war ich gestern so, Alter, dieser Film muss ja richtig teuer gewesen sein mit den ganzen Schauspielern. Habe ich vorhin geguckt, das war, glaube ich, der teuerste Film, der je produziert wurde in Hollywood. Ich finde es voll krass, das fühlt sich gerade gar nicht trocken unter den Augen an, aber ich weiß, dass es jetzt trocken aussehen wird. Deswegen, ich gehe da jetzt einfach direkt drüber und wische das weg. Also mein Gesicht sieht sehr blöd aus, muss ich schon sagen. Und ich habe auch nirgendwo Glitzerpartikel. Ich glaube wirklich, das lag damals am Schwamm. Es fühlt sich auch alles unglaublich weich an. Ich kann es nicht beschreiben. Es fühlt sich an, als würdet ihr so über, ja, so Samt oder Seide gehen. So fühlt sich meine untere Augenpartie an. Sie sieht, finde ich, ein bisschen crusty aus. Warte, ich probiere es euch zu zeigen. Also wenn ihr jetzt mal ganz genau drauf achtet, sieht es ein bisschen trocken aus, finde ich. Auch hier so hat sich an dieser Stelle ein bisschen abgesetzt. Hier so ein bisschen. Ja, es sieht mit dem Puder nicht perfekt vom Nahen aus, aber vom Weiten, finde ich, sieht es total weichzeichnet aus und sehr, sehr schön. Und ich finde, vor allem mit den Ölen, die noch durch den, also im Tag durchkommen, sieht es dann wieder gut aus. Das Einzige, was ich bei dem Puder auch nicht leiden kann, ist eben der Geruch und dass es sich auch so, es fühlt sich so ein bisschen warm hinten im Rachen an. Sonst, finde ich, sieht es sehr nice aus. I like. Was als nächstes? Ich glaube, wir machen einfach weiter beim Gesicht und noch nicht die Augen. Wir nehmen den wunderschönen Kiko Charming Escape Bronzer. Der gibt auch so ein bisschen Luminosity. Nicht wirklich Glow, da ist kein Schimmer oder so da drin, aber der ist so sehr, sehr toll gemahlen, dass er so einen leichten Schienen hat. Und ich habe ja auch mir in meinem letzten Kiko Haul die dunklere Farbe davon gekauft, weil der ist einfach, ich liebe diesen Bronzer wirklich. Ist wunderschön. Ich gehe meinen Bronzer, pinch den Pinsel. Gehe so, wie soll ich das beschreiben? Ich gehe gefühlt schon auf meine Nasenspitze. Also es fühlt sich an, als würde ich auf meine Nasenspitze gehen, aber das führt dazu, dass meine Nase, finde ich, mehr buttony aussieht. Also so, als wäre die Nasenspitze kleiner. Das hat man, finde ich, in meinem Februar Roundup besser gesehen mit dem anderen Bronzer. Dann gehe ich auch so ein bisschen runter. Und es sieht halt so ein bisschen sonnengeküsst aus. Also gerade sieht es nicht aus. Gerade sieht es irgendwie, ja, I don't know. Gerade sieht es nicht gut aus. Normalerweise habe ich dann halt trotzdem noch voll die Form drin. Das ist gerade nicht so. Korrigieren wir sofort. Das Sweet Cheeks Puder brauche ich jetzt halt nicht durch den Contour-Stick, weil ihr seht, da ist halt ein Schatten. Und ich will hier nicht noch grauer haben. Deswegen verwende ich das heute nicht. Augen haben wir die Be Passionate Palette. Und weil ich ja gestern nicht weitergedreht habe, ich habe mich trotzdem ein bisschen geschminkt und sie dann verwendet. Und das war so ein schönes Revival gefühlt. Sie ist wirklich keine spannende Palette. Das Lila grinst mich gerade ein bisschen an, aber ich muss jetzt irgendwas Alltagstaugliches oder Bürotaugliches halt schminken, weil ich glaube, ihr versteht, dass ich nicht unbedingt gleich in ein Büro gehen will, wo nur Anzugträger sind und ich so mit lila Fancy Make-up nicht so die Mut. Was ich aber gerade überlege, ist vielleicht
Ist vielleicht eine Option. Okay, wir probieren, was ich gerade, woran ich gerade denke. Erstmal tragen wir den Color Tattoo auf. Der ist ja mein Project 10 Pen. Ich persönlich gebe den oft auf ein geputtetes Augenlid auf. Manchmal sieht scheiße dann aus, manchmal nicht. Das ist eine Glückssache. Muss den eh erstmal so ein bisschen aufwärmen. Das ist das, was ich zumindest gerade mache. Und dann gebe ich den einfach auf mein Augenlid und vor allem in meine Lidfalte, weil das ist das, wo sich ja die Öle auch sammeln und da, wo das wenigste durchkommen soll. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach an meinen Wimpern da noch Wimpernkleber habe und es sehr disgusting aussieht. Okay, wir probieren es mit dem Pinsel. Ich weiß nicht, ob der the way to go ist, aber wir werden sehen. Ich gehe in die Farbe Desire, das ist so ein mattes Aubergine, und klopfe die gut ab, weil wenn ich jetzt Fallout habe, wäre ich ein bisschen am Arsch. Ihr seht, die Pigmentierung ist so okay. Ich hole euch mal näher ran. Übrigens, mein Pinsel ist nur gestained, also der ist nicht, da ist kein blaues Produkt drauf. Okay, eigentlich fällt mir gerade auf, dass Lila überhaupt nicht zu meiner Bluse passt. Aber naja. Das ist einfach überhaupt nicht so dunkel, wie das in dem Fändchen. Das blendet sich total rot aus. Ihr kennt die Regel, wenn ihr einen Fehler im Make-up gemacht habt, müsst ihr es auch auf der anderen Seite wiederholen, weil sonst sieht es sehr, sehr weird aus. Ich blende das jetzt mal mit einem Pinsel von Alicia Marie aus. Das ist ein sehr, sehr kleiner Blenderpinsel. Das ist die Nummer 7 aus ihrem Set. Wobei ihre Produkte ja jetzt aus dem Sortiment genommen wurden. Also ich weiß nicht, wie lange die es jetzt da noch gibt. Die Palette gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Ich will auch nicht mehr wiederkommen. Ich glaube, die Pinsel müsste es noch geben. So, I guess. Braucht man einen kleinen Blenderpinsel. Ich glaube, der ist ganz gut. Das ist von Alicia die 6. Und ich gehe in die Forbe Strive. Das ist das da. Das ist so ein helles, mattes Peach. Ich versuche damit einfach das hier so ein bisschen softer aussehen zu lassen. Es sieht in der Kamera so schlimm aus. Ich finde, in Real Life sieht es gar nicht so schlimm aus. Trust the process. Hier sieht es halt immer bei mir patchy aus. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist da meine Augenkuhle tiefer als auf der Seite. Ich swatch mal ganz kurz die Farbe Energy. Das ist dieses Lila, weil irgendwie in der Kamera sieht es voll geil aus. Deswegen dachte ich mir, so nutze ich heute. Das ist voll lasch in Real Life. Ich fasse es nicht. Okay, ich nehme die Farbe Energy auf meinen Finger auf. Die ist wirklich nicht intensiv. Und ich tappe die hier so rein. Aber ich gebe sie nicht aufs ganze Lid. Ich gebe die da nur rein. Blende die nach innen aus. Ja, also mit der Sticky Base und mit dem Finger ist es okay. Aber es ist kein guter Lidschatten. Ich habe das Gefühl, dass Make-up Obsession, die machen Lidschatten, die könnten so jungen Leuten, die sich ausprobieren wollen, die auch nicht so overboard sein wollen. Ist overboard das richtige Wort im Moment? Habt ihr das auch? Ich muss ganz oft Wörter googeln auf Englisch, weil ich sie in Sätzen verwenden würde. Und dann muss ich gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil es so intuitiv bei mir schon ist. Und es ist, ich glaube, es war bis jetzt immer richtig. Trotzdem muss ich dann immer googeln, was heißt denn das Wort überhaupt auf Deutsch, weil ich das nicht weiß. Ja, also der Lidschatten ist okay. Ich hatte schon Schöneres. Ich wollte jetzt eigentlich hier aus der Palette die Farbe Future nehmen. Aber ich überlege jetzt, ob ich aus der Palette von Dagi einen Ton nehme, weil eigentlich wollte ich diesen Ton heute verwenden und irgendwie habe ich es vergessen. Ich glaube, den gebe ich gleich auf das Lila und gebe vorne vielleicht die Farbe Society hin, weil das ist so ein Weiß mit... Okay, warte, ihr seht es nicht. Die ist sehr, sehr flaky, aber die hat so einen Blauschimmer oder Blaureflex. Seht ihr das? Ich gehe jetzt einfach mal in die Farbe Lost. Die hat so viel mehr Bums, seht ihr das? Ich gehe dann so darüber. Oh, das macht das so viel schöner instantly. Und es passt auch voll gut, weil es so diesen warmen, rötlichen Unterton hat und zugleich den lilanen Aspekt abdeckt. Dagi macht echt gute Lidschatten, aber sie ist halt, also ihre Firma gibt es ja nicht mehr in der Drogerie und die existiert noch, die Firma. Man kann da auch noch Dinge kaufen und die produzieren auch noch, aber irgendwie redet niemand mehr darüber, weil ich weiß nicht. Ich finde auch nicht, dass die Produkte sich wie Dagi wie anfühlen. Also die hat ja mal ein bisschen Beauty gemacht. Ich gehe jetzt mit Oh mein Gott, man sieht es doch, das ist Society. Also erstens, ich habe Fallout. Zweitens habe ich das jetzt nicht erwartet nach meinem mickrigen Swatch. Okay, ich presse das jetzt einfach nur so in den Inner Corner und gleich die paar Flakes, die darunter gefallen sind, wegzumachen. Das war heftig. Okay, mein Make-up-Look gefällt mir tatsächlich doch ganz gut. Das ist patchy, ich weiß, aber es ist halt der Schimmer. Den würde ich jetzt ungern mit diesen ganzen Glitzerflakes nochmal ausblenden. Was mich gerade nur ein bisschen stört, ist, dass das hier viel, viel spitzer zuläuft als hier. Unten trage ich jetzt einfach nur die Farbe Lost auf. Das ist die Farbe, die ich überall da hatte. Oh mein Gott, ich finde mein Make-up eigentlich ziemlich funky. Irgendwie ganz cool. Das passt halt nicht zu meinem Outfit. Vielleicht muss ich das dann nochmal wechseln. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit dem Pinsel in die Farbe Lost rein. Die ist da ziemlich flaky drauf. Deswegen sprühe ich das jetzt an. Gehe dann nochmal in die Farbe Lost. Und versuche dann so mit wenig Fallout wie möglich das jetzt aufzutragen. Ich tupfe das regelrecht. Sehr interessant. Jetzt sieht es hier unten viel, viel röter aus. Die Palette von Dagi ist eigentlich total fun. Also auch
für einfach Leute, die mit Make-up ein bisschen spielen wollen. Da sind halt keine matten Töne drin. Also man braucht halt immer eine zweite Palette. Außer man mag halt All-Over-Glitter. Lux. Das ist so krass. Dieses Puder hat also so eine Setten-Schicht gefühlt auf mein Auge gemacht, dass ich halt Fallout so einfach wegpusten kann. Voll krass. Aber es sieht voll hübsch aus. Seht ihr, jetzt ist hier unten noch das Schimmer. Oben so ein bisschen. Hier ist dieser Blaureflex. Darunter noch das Lila. Okay, damit es nicht noch härter ist, nehme ich jetzt einen dunkelbraunen Kajal von Alterra. Okay, ich habe das Gefühl, man sieht dieses Braun hier gerade gar nicht drauf. Dann nehme ich meinen L'Oreal, den ich vorher auf meiner Hand ein bisschen aufwärme. Ich glaube, dieser Kajal ist einfach over. Ich wollte ihn anspitzen, aber es funktioniert nicht mehr. So, meine Augen sind fertig. Ich habe jetzt schon die Mascara aufgetragen. Sie sieht ziemlich normal aus, aber das wusste ich ja. Sie ist sehr, sehr trocken. Also so war sie schon beim Kauf und es wurde mir auch gesagt von der Verkäuferin, die ist wirklich trocken. Und eigentlich mag ich das, aber sie hat schon das Level, wo man sagen könnte, okay, sie ist ausgetrocknet. Aber ich habe zwei Schichten drauf und das hat funktioniert. Abgesehen davon habe ich mit dem Eyeliner dann doch von Alterra in der Farbe 02 Brown mir einen Lidstrich gezogen und bin dann mit der Coco Blend mit der dunklen Farbe. Ich habe es gerade gesehen beim euch zeigen. Oh mein Gott, seht ihr das? Seht ihr die Reflexion? Ich habe das Pen berührt. Also falls ihr meine Project 10 Pen Liste verfolgt, wisst ihr, das war mein Ziel. Auf jeden Fall habe ich das genutzt, um den zu setten. Wow, amazing. Und dann habe ich einen schwarzen Kajal oben auf die Wasserlinie gegeben und den von NYX unten. Gehe jetzt erstmal mit dem Alverde Augenbrauengel da rein. Da ist jetzt halt, weil ich den Stopper rausgemacht habe, immer super viel Produkt dran. Deswegen muss ich das so abstreifen, was super blöd ist, wenn man sich beeilen muss. Ich meine, ja, ich kann es auch einfach wegschmeißen, aber da ist ja noch ziemlich viel Produkt drin. Also das finde ich dann immer so ein bisschen sad. Hoffen wir, es war genug. Lassen wir es dabei, ich glaube schon. Ich glaube, ich gehe nur mit dem Maybelline-Stift so hier ein bisschen über diese Ecke, weil die ist gefühlt nicht da. Und im Bogen unten habe ich auch immer Probleme. So, ungefähr. It's okay. Die Pen nehme ich NYX Soft Spoken. Ihr seht einfach, das ist so ein schönes Nude. Und aus meiner Sicht die perfekte Farbe zwischen Braun und Rosa. Und wenn ich jetzt sage, hey, okay, ich will meine Lippen noch voluminöser, ich meine, ich habe es ja vorhin schon konturiert, dann nehme ich mir aber Kiko 533 oder irgendeinen von meinen bräunlichen Kiko-Stiften, gehe immer so in die Mundwinkel, dann gehe ich oben und unten wirklich drunter und drüber. Eigentlich mache ich das davor, weil ich dann mit dem Finger drüber gehe. Ich habe jetzt den Felou Lipstick. Ich fühle aber, wenn ich ehrlich bin, nicht so was Dolles, wenn ich so ein dolles Augen-Make-up trage. Deswegen werde ich von Kiko das hier wahrscheinlich verwenden. Das ist im Prinzip ein Stain. Und ich hatte den immer mit in der Schule, als ich mein Abi gemacht habe, weil der ist so, könnt ihr ihn halt mitnehmen, ein bisschen raufgeben, ein bisschen so eure Lippen zusammendrücken und ihr habt eine Lippenfarbe. Und es sieht sehr, sehr pretty aus. Ich werde jetzt erstmal den Miss Sauda Blush in 206 nehmen, weil der hat sehr viel Schimmerreflex. Und dementsprechend, wie mir der gleich zusagt, nehme ich dann noch Highlighter oder nicht. Seht ihr, wie pink das ist? Ich gehe mit der runden Seite, wo kein Puder ist, einmal da drüber, damit es so leicht angefeuchtet ist. Und dann nehme ich endlich, nach langer, langer Zeit, mal wieder meinen Art Deco Highlighter. Ich habe ihn sehr vermisst. Ich habe da auch schon so eine kleine Kuhle drin. Oh, er ist so schön. Der ist so direkt in der Haut drinne, vermischt. Es ist einfach die perfekte Farbe. Er ist einfach perfekt. Ich liebe den Highlighter. Das ist das Highlighter Compact Powder von Art Deco. Und es hat keine Farbe. Wahrscheinlich gibt es dann nur den einen. Das ist refillable. Also das in der Mitte kann man rausnehmen. Da kann auch ein Bronzer oder Blush oder sowas drin sein. Dann nehme ich natürlich noch einen kleineren Pinsel. Gebe das hier im Inner Corner auf. Und ich gebe das jetzt auch auf dem Nasenrücken. Und ich gehe dann aber immer mit dem Finger drüber. Und dann gehe ich da einfach so ein bisschen drüber, auch hier. Mit dem Finger ein bisschen drüber. That's it. Ich habe ihn vermisst. Er ist echt schön. Ich glaube, ein bisschen Gloss auf den Lippen würde ganz gut tun. Eigentlich esse ich gleich noch und dann, naja, würde ich das eh abmachen. Aber es fühlt sich trocken an. Also gehe ich mit dem von Primark, dieser Lip Mask, nehme ich mir ein bisschen auf den Finger und tupfe das auf. Pretty! Das ist das Endresultat. Ich bin ziemlich zufrieden. Ich mag die Produkte, die wir rausgesucht haben. Ich finde, das Make-up echt hübsch aussieht. In der Kamera ein bisschen weniger als in Real Life, aber das ist schon okay. Ich freue mich extrem, die nächsten Tage darauf, die Produkte zu verwenden, weil sehr viele spannende Dinge drin sind. Sehr viele, die ich lange nicht verwendet habe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ich freue mich über jedes Kommentar, was ihr schreibt. Abgesehen davon wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.